Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Euer Talon-Präsident hat heute die gute alte Gucci-Cap wieder aus dem Schrank geholt, denn heute haben wir ein Video, welches, was ist ein Talon heißt. Gucken wir uns das mal an. Ich weiß nicht, was hier drin vorkommt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Wort maximal auseinandergenommen wurde. Es ist meines Erachtens nach durch Bachelor Baby und Jasper ist das mies viral gegangen, weil die Bubble so Talons genannt haben. Und jetzt ist das ein richtiger Trend. Auch auf TikTok ist es so viral gegangen. International fragt Speed sogar, what is a Talon? So, gucken wir uns das Video vom Tonfender an. Let's go. Was ist eigentlich ein Talahon? Oh mein Gott. Hier, guck mal, das sind die Prototypen. Was ist eigentlich ein Talahon? Das ist Prototyp Talahon. Aber mittlerweile wird das wirklich so benutzt wie Kanaken. Sorry, dass ich das so sage, so direkt straight. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass viele Leute damals das K-Wort nicht gesagt haben, sagen alle jetzt Talahon. Erstmal war es noch voll der Insider, voll der Joke, dass diese Leute so aussehen mit breite Jogginghosen und Gucci-Laptop-Taschen um Hals und um hier an Seite. So, erstmal wurden die so genannt und jetzt nennt man gefühlt jeden Ausländer Talahon. Oh mein Gott. Hier, da ist Prototyp. Bah! Look at this dude. Was ist für ein Spucken jetzt, Mann? Ёбаный в рот, блядь! Чё, ебанутый там? Talahon, Digga, egal wo ich hingehe, Instagram, Snapchat, Spot. Ja, okay, da eigentlich nicht, Bruder. Das sind nur solche Videos. Baby, du eres mala. Mädchen unter 15 stellen Fragen, Mädchen über 15 beantworten sie. Oh Gott, Junge. TikTok, YouTube Shorts, auf die Straße. Ich sehe überall Talahons. Talahon, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Bruder, die sehen aber auch wirklich alle gleich aus. Einfach alle gezüchtet. Wer oder... So vom Style her und sowas. No disrespect, aber wie kann jeder gleich aussehen? Das ist schon wirklich Copy-Paste, Alter. Die kommen alle aus selbe Portal raus. Das sind Klone. Ihr könnt nicht alle dieselbe Hose haben. So oft wurde die nicht produziert. Was sind eigentlich Talahons? Ich glaube, Sinan kann mir das am besten erklären, oder? Überall in Berlin. Oh Gott, Junge, Walla, dieses Video war so peinlich. Boah, wie kann man auf Krampf sich so verstellen für die Kamera, ja? Talahons. Deins. Und um mich den mal anzupassen. Jetzt macht er wirklich, genau mit diesem Satz, den wir hier sehen, macht er komplett zu 100%, kann er sagen, was er will. Eine Redensart wurde nicht erfunden. Wirklich 1:1 Kim Victoria, glaube ich, heißt die von TikTok. Auch mit Betonung und mit Gesicht gucken. Werde ich heute zum Talahon, Digga. Ja. Halt deinen Mund. Bruder, halt deinen Mund. Bevor ich mich nicht kontrolliere, halt deinen Mund. Wieso redet der so schwu... Oha! Wie ernst? Distanzierung. Der ist das, ne? Ja, erstmal schwarze Jeans. Ja. Oh. So schwu... Der ist das, ne? Ja, erstmal schwarze Jeans. Ja, Salame, Digga. Junge, du heißt Sinan. Tu nicht so, als hättest du diesen... Als hättest du diesen Akzent, was auch immer. Als ob du das für lustig empfindest. Als ob es irgendwas Lustiges ist. Du heißt Sinan, du bist nicht von da. Du bist nicht von da. Digga, bei jeder Talahon hat deine schwarze Hose an. Dann diese Lacoste Bratkos-T-Shirt. Keiner hätte Lacoste Bratkos gesagt. Halt's Maul. T-Shirt, weil Arbeitsamt gehört keine Kenzo-T-Shirt. Ist das unangenehm? Ja, Salami, Digga. Ja, Salami, Digga, ist aber auch einer zu viel. Also, ich habe schon mal so ein paar Talons gesehen auf der Straße, ne? Aber keiner hat so geredet. Jetzt noch Louis Vuitton-Gürtel. Wallah, ist echt. Ja, ich hab harte Kopfschmerzen. Weil wirklich einer sich ins Internet stellt. Guck mal, weißt du, was das Ding ist, Sinan? Ob du mich magst oder nicht, kannst mich mögen oder nicht, ich weiß, du hast mich blockiert auf TikTok. Danke dafür. Dafür, dass du diesen Slang da so wirklich komplett nachmachst. So, einer auf den, komm, ich passe mich voll an und meine deutsche Community mag mich dann ein bisschen mehr. Also nichts gegen Deutsch jetzt. Dadurch, dass du diesen Akzent so in Dreck ziehst, weil es wirklich Leute gibt, die halt so reden, denkt jeder andere auch, dass wir so reden. Und ich sag bewusst wir. Bro, du heißt Sinan. Du bist nicht Markus, du bist Sinan. Anhand von deinem Namen dürfte man sich eigentlich auch über dich so lustig machen. Digga, du bist nicht Felix, du bist Sinan. Und nur weil das Wort Talahon heißt, heißt es nicht, dass die Leute, die sich so anziehen, Talahon, Digga, ich schwöre, und so reden und so heißen. Nur damit es klar ist. Einer will wirklich bei jedem Trend irgendetwas dazu geben, Alter, aber es ist einfach Katastrophe. Natürlich ist echt, guck mal seinen Hintergrund an. Moncler-Jacke, Gucci-Jacke, Remover-Koffer, Rolex am Handgelenk. Ich darf nichts gegen den sagen, ey, ich mag dich voll, du bist richtig cool. Nicht, dass er mich noch verklagt oder so. Ey, coole Videos ziehen an und so. Bitte hör auf mit TikTok.
bin ich stramm, Digga, bin ich stramm oder bin ich stramm? Ja, bin ich stramm. Und Bruder, er sieht einfach aus wie dieser Fortnite-Astronaut einfach. Bruder, er sieht einfach aus wie der Fortnite-Astronaut, ja? Meine Fresse! Warum machen sich Leute bewusst extra lustig über Talaons, wenn sie selber eigentlich einer sind? Sieht nicht aus wie ein Talaon, das sieht aus wie ein Clown im Zirkus. Stark, stark, Tonfennert Koch. Ich habe keine Ahnung, wer eigentlich dieses Wort ins Leben gerufen hat, aber Talaon kommt eigentlich so von diesem Song hier, den jeder möchte gern Gangster auf TikTok benutzen. Talaon, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Und das Wort Talaon kommt genau auch von diesem Song, denn der Song heißt Ta-3-Al-Lahun von Hassan. Ja, weil es im Arabischen so geschrieben wird. Ist doch ein arabisches Wort eigentlich, hat gar nichts damit zu tun mit Kanaken, so wie jeder das Wort jetzt beschmutzt hat. Es hat angefangen damals durch den Song, ja. Auch Bachelor Baby und Jasper haben auf Twitch ihren Senf dazu gegeben, aber auch nur für die Leute, die mit Laptop, Gucci-Tasche und sonst was rumgelaufen sind durch die ganze Gegend. Da war es ja noch wirklich so ein Insider. Aber Bruder, die Leute auf TikTok haben das Wort gef***t, ja. Das Wort, das eigentlich, komm mal her, Junge, das hat nicht mal was mit Kennex zu tun. Aber mittlerweile wird jeder Kennex einfach so genannt, ob er so aussieht oder nicht. Ja, da ist eine 3 im Wort drin. Oder einfach mit so Buchstabe, Digga. Das ist wie Mathe-Klausur einfach. Genauso war meine Mathe-Klausur. Uns wurde gesagt, wir dürfen Taschenrechner benutzen. Aber bei solchen Aufgaben so, berechnet es. Tai, T3, 4, 7. Und Ta-3-Al-Lahun, Huhn, Bruder, Huhn. Ist eigentlich ein arabischer Ausdruck und bedeutet so viel wie, komm her. Und warum also wird ein einfacher Ausdruck mit, keine Ahnung, tanzenden Hampelmännern auf TikTok in Verbindung gesetzt. Es ist eigentlich wie immer, jeder weiß, was ein Talaon ist, aber niemand kann dir Talaon erklären. Na, Bruder, ich kann, Bruder. Ich habe studiert. Ich habe Talaonologie studiert. Ein Talaon ist ein jugendlicher oder junger Mann mit meist afrikanischem oder arabischem Migrationshintergrund. Bruder, es gibt einfach eine Personenbeschreibung mittlerweile, ja, für dieses Wort. Was geht denn jetzt ab? Nein, ist einfach so eine weiße Wand, weil wir sind neu ausgezogen. Und man findet ihn vor allem in öffentlichen Plätzen, wie zum Beispiel Frankfurter Hauptwache oder Frankfurter Hauptbahnhof. Also am Frankfurter Bahnhof weiß ich jetzt nicht, Digga, ob man da Talaons finden will. Ich geb dir echt, ich bin der Patron. Bruder, das ist wie so Spawnrad, das ist wie so ein Pokémon, Digga, was so spawnt. Und stereotypisch wird ein Talaon mit folgenden Kleidungsstücken beschrieben. Gucci Cap. Ja, Chat, wirklich. Es ist aber auch der Presi heute mit dem Talaon Drip. Enzo-Pullover, Silberkette oder halt so irgendeine, also Kette aus Stahl oder die so aussieht wie Silber, macht's auch. Bauchtasche, naja, im Grunde ist das ein Talaon. Hey Bruder, das ist wirklich unnormal unangenehm, ja. Dass auch 57.000 Leute sich dachten, ey, das ist jetzt witzig, gib mir auch wirklich den letzten Rest. Ich will wirklich gegen den Jungen und seinem Content nichts sagen, aber sein Content besteht einfach nur aus Schrott. Nein, nicht der, Digga. Und auf TikTok werden diese Personen aggressiv und gewalttätig dargestellt. Warte mal, wer hat das geschrieben? Gewalttätig, Bro! Ich bin Schnappi, das kleine Kuckuck. Und warum genau diese Leute Talaon heißen, ist, weil genau diese Leute auf TikTok Videos hochladen, wie sie, keine Ahnung, was sie da versuchen. Ey, es gibt so viele Videos davon. Zu viele! Und warum boxt man in die Kamera? Und immer diesen Sound hier hinterlegen. Talaon, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Talaon, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Und weil ihr eigentlich Ta-3-Al-Lahun, oder wie das heißt, ich kann mir das nicht merken, komm her heißt, aber die ganze Zeit diesen Sound benutzen und Talaon heißen die Talaons. Und weil eben auf TikTok auch jeder Scheiß viral geht, gehen auch auf TikTok Talaons viral. Kleiner roter Traktor. Oh, ey, Junge. Können wir uns bitte darauf einigen, dass dieses in Kamera spucken auf TikTok das unnormal cringeste ist, was es dieses Jahr gab? Wirklich mit weitem Abstand, so ist das so. Können wir uns bitte darauf einigen, dass Leute in Kamera spucken und sowas, dass das einfach peinlich und eklig ist? Ja, okay, aber warum spuckt der? Bah, Junge, das ist doch nicht mal Spucke gewesen, ja? Der hat ganze Teigmischung rausgekriegt. Kackt aus dem Mund. Mit dem, was aus seinem Mund gerade rauskommt, der hätte Pancakes machen können, ja? Ja, okay, aber warum spuckt der? Schnabber. Bah! Und damit kannst du die ganze Wand kleistern, ja? Damit kannst du Tapete an die Wand machen. Der auch, aber der hat ja komplett übertrieben. Bei ihm kommt, keine Ahnung, ganzer Wassereimer vorne raus. Oh, der hat nicht gespuckt, Digga, der hat gekotzt. Was ist das? Warum spuckt dich da eigentlich jeder an, Digga? Okay, cool, ey, nice, Mann, mach dein Ding, aber... Puh, Blätch.
Es tanzt ein Biberputzelmann. Boah, das tut so. Meiner Seele tut das gerade gut, dass all diese. Warum ist er auf seiner Schulter? Oder was ist das denn jetzt? Wollt ihr den Jäger jagen gehen? Wollt ihr über die Mauer klettern? Was macht ihr hier? In unserem Haus herum. Was ist das denn? Ey, Bruder, ich bin verwirrt. Ja, es tanzt ein Biberputzelmann. Ah! Der Sound würde besser passen. Und gegen was kämpfen die eigentlich so? Was machen die da? Ich glaube, ich habe so Theorie, ja? Die besiegen ihre inneren Dämonen oder sowas. Mit Chatboxen. Und wisst ihr, das Ding ist, wir sind auf TikTok. Wir sind in den sozialen verwirrt. Medien. Und die Leute, maximal die müssen verwirrt. Natürlich immer übertreiben. Und die ziehen wirklich das normalste Ding oder irgendetwas, was ich früher mal richtig gefeiert habe, in den Dreck. Perry Dalahun Transformation. Ja, der Song ist leider Copyright, deswegen da. Ey, aber das sind witzige Videos. Das sind witzige Videos aber. Da, wo die auch Ranjit oder Rashid von Felix und Ferb mal bearbeiten. Dalahun, gib mir einen Stich, bin der Patron. Dalahun, Bruder, wie sieht der aus, Alter? Der hat sogar Rolex? Bro. Bruder, 1 zu 1. Was ist dann Dr. Doofenschmerz? Mitarbeiter vom Ordnungsamt oder was? Wir haben ja schon das Aussehen eines Dalahuns definiert. Aber wisst ihr eigentlich, wie ein Dalahun riecht? Ich auch nicht. Dalahun Top 5 Fragrances. Ey, das ist aber ein super Duft. Der riecht wirklich sehr gut. Stronger with you, keine Ahnung, Digga. Aber Imperio Armani. Boah, was kommt da wohl vor, Alter? Ich sage, Stronger with you, Dior Sauvage, was eigentlich ein super Duft ist. Jean-Paul Gaultier, vielleicht kommt sogar 1 Million vor und Arabian Tonka. Das sind auch die Leute, die dann immer dieses Imperio Armani hier so tragen. Das sind genau dieselben, Digga. Nicht nur Konso, sondern auch in dieses Imperio Armani. Yeah. Das ist wirklich, das kannst du knicken. Dieser Duft. Ey, aber wirklich, Dior Sauvage ist eigentlich so ein starker Duft. Und der wurde einfach zerstört, auch wegen diesen ganzen Trends. So, was ist der für ein Mann, wenn er Dior Sauvage trägt und so. Eigentlich ein super Duft, aber wurde zu schnell von den Leuten auseinandergenommen. Tragt den trotzdem. Tragt, was ihr wollt. Die Leute checken eh nicht immer, was für ein Duft es ist. Hauptsache, ihr riecht gut. Kackt drauf. Shirin David bringt einen Song darüber, Dior Sauvage, ein auf dem, das wäre Dings, Alter. Als wäre es das Höllenfeuer. Oft hat sich schon so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich nachts sogar von ihm träume, obwohl ich den überhaupt nicht rieche. Bruder, jeder hatte den. Ich kann wirklich keinen einzigen aufzählen, der diesen Duft noch... Ja, super Preis-Leistungs-Verhältnis. ...nie hatte. Dior Sauvage. Der Duft ist wirklich wie Duft. Oha, also bitte. Jeder hatte schon mal. Oh, Versace Eros, auch super Duft. Auch super Duft. Eros Flame und so. Ich hatte den blauen früher. Was heißt früher? Ich hatte den 2017. Zur Berufsschulzeit, da war der so für 50, 60 Euro gab's den damals. Ja, hier, Walla, was hab ich euch gesagt, aber? Arabian's Tonka wurde auch komplett auseinandergenommen. Also auseinandergenommen in dem Sinne von, hatte auf einmal jeder und dann wurde der Duft auch. Dann hieß es, du bist ein Opfer, wenn du es trinkst. Riecht auch super. Da habe ich auch gar keine Ahnung, Digga. Vielleicht kann mir Jeremy Fragrance weiterhelfen. Alles klar, danke. Ich geb dir echt. Ax, was geht jetzt ab? Ich bin der Patron. Genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Achse, Bruder. Achse Black, Digga. Hier werden Dalahuns ausgebildet. Wie, Bruder? Ist das jetzt noch so, keine Ahnung, so? Ey, tragt welches Parfüm ihr wollt. Ich kann euch nur eine Empfehlung geben. Der gute alte Roma. Ich kann es leider nicht aussprechen. Dolce Pensieri oder so. Ist ein super Duft. Kann ich euch nur empfehlen. Hey, bevor es weitergeht, lass gerne ein Abo da. Denn so wie du hier gerade siehst, haben so und so viele Leute nicht den Kanal abonniert. Ich verstehe es nicht. Du guckst die Videos, aber abonnierst nicht. Lass gerne ein Abo da und lass uns endlich die 100k knacken. Chat, sagt, was Sache ist. Los, sei endlich cool. Beruf, oder was? Ey, yo, was bist du, Digga? Ja, ich bin so ein Müllmann. Und du? Ja, Bro, ich bin... Biberputzelmann in unserem Haus herum. Die Hauptwache in Frankfurt ist der Ausbildungsplatz für rund 50 Dalahuns täglich. Zur Ausrüstung gehört... 50 Dalahuns täglich? ...gehört auch der Teleschläger, der immer in der Laptoptasche griffbereit ist. Laptoptasche, stimmt! Ey, das hab ich ja voll vergessen. Laptoptasche, genau. Ohne Laptop. Diese Gegenstände sind nicht nur praktische Werkzeuge, sondern auch Statussymbole innerhalb ihrer Gruppe. Okay, Bruder, er holt Toten raus, Digga. Statussymbole. Wie? Wer hat den größten Tennisschläger oder was? Nee, Teleschläger, Bruder. Was ist das für ein Scheiß? Ich hab Tele, Junge. Gut, dein Teleskop. Psst.
Theorie, weil ich habe gar keine Ahnung, woher die eigentlich gekommen sind, beziehungsweise warum die auf einmal so präsent sind. Wenn man so wirklich mal durch die Straße durchläuft und so Leute beachtet, wie die angezogen sind. 1:1. Digga, ich habe gestern schon alle gleich, Mann, gesehen. Ich habe die nie beachtet. Auf einmal sind die da. Die sind einfach so gespawnt. Ich glaube, meine Theorie ist einfach, dass so an so Hauptbahnhöfen oder so am Frankfurt Hauptbahnhof oder hier Frankfurt Hauptwache, dass da so ein Ding hier steht, ja, und die spawnen die ganze Zeit, diese Dallas, die kommen einfach so, Digga. Und dann werden die noch ausgebildet und dann so ein paar hier Baden-Württemberg, paar hier Friedrichshafen, paar hier Stuttgart. Boah, Stuttgart, Bruder, ich glaube, da sind schon viele so. Talaun, mein Handy gebumst. Ja, ja, Stichpatron, Digga. Guck mal, das Ding ist, früher wollte jeder aussehen wie Mero. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, war ein Trend. Erstmal war es Shindy zu meiner Zeit. Jeder wollte aussehen wie Shindy damals. Irgendwann war der Mero-Drip zu hart. Jeder wollte aussehen wie Mero. Auch die Haare, der Bart hier und so. Und jetzt sehen alle aus wie Talaons. Also so voll komisch gesagt, aber breite Hose, voll das enge T-Shirt, braun gebrannt, aber zu braun gebrannt, Silberkette, Gucci-Cap, aber nicht so eine, sondern komplett Gucci, aber auch alle gefaked, ja, die so durchgenässt schon, oder komplette Trainingsanzug oder hier diese Gucci-Taschen. Chat, guck mal, ich kann es nur so sagen. Jeder kann natürlich tragen, was er will. Jeder kann sich kleiden, wie er will. Das ist gar kein Thema. Darum geht es hier gerade gar nicht. Aber es ist auch nichts Schlimmes, ein bisschen eigen zu sein, ein bisschen anders zu sein und ein bisschen anders auszusehen als die anderen. Muss nicht sein, dass jeder, nur weil einer eine coole Cap trägt, dass jeder die auch einmal trägt. Bruder, was ist das bitte? Du gehst in die Stadt, wirklich 50 Kinder sehen alle gleich aus. Von 12 bis 16, alle sehen gleich aus. Keiner will irgendwie rausstechen, jeder will sich der breiten Masse anpassen. Weil wenn du das nicht trägst, bist du nicht cool. Hört auf damit, Mann. Alle reden gleich, alle sehen gleich aus. Und alle spucken in die Kamera auf TikTok. Wo sind wir angekommen? Da alone, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Bruder, bitte. Spawn-Portal. Die stellen einfach so Analysen unten auf. Dalaun, keine Ahnung, wahrscheinlich Spawnrate. 100% bei Boxautomat. Hier auch 3%. Oh mein Gott, Opa ist selten. Dalaun, ich geb dir echt, ich bin der Patron. Also wenn man... Wenn man den findet, kann man den sammeln, oder was? Orte mit 0% Dalaun-Spawn-Rate. Biomarkt. Das stimmt aber. Ey, immer wenn ich im Biomarkt bin, ne? Und es ist auch kein Geheimnis, dass ich im Biomarkt hin und wieder mal einkaufen gehe. Immer wenn ich da bin, ich fall dort auf. Neben so einer älteren, süßen, kleinen Omi, so 70 Jahre alt, geht so einkaufen, so. Und dann steht die da, guckt sich so an, ja, wo ist denn der Bio-Fenchel und so. Und dann stehe ich da. Guck nur auf Preis, ich weiß gar nicht, was da ist. Oh, da fühle ich mich sogar unwohl, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin der einzige Talon im Biomarkt, ja, das kann sein. Bibliothek? Das stimmt auch, ein Talon wird niemals Skiurlaub machen. Top 5 Spawnpunkte von Dalauns. Schule 11%. Ja, weil die nie da sind, Alter, 11%. Sonst 100. Schaffen. Nur weil ich Ausländer bin. Stark. Schule egal, mache eh bald selber Business. Ja, scheiß auf Schule, Bruder. Ja, ich habe eh schon Pläne. Was willst du machen? Bruder, mein Cousin hat Business gemacht. Der ist selbstständig. Mit was? Ja, Bruder, der macht dick Geld. Business. Habe ich früher auch mal gesagt. Jetzt stehe ich hier, Bruder, und drehe YouTube-Videos. Park. Spawnrate 18%. Eigenschaften. Wenn Bullen kommen, kann man gut weglaufen. Man kann gut Stress suchen. Schultoilette. Spawnrate 56%. Warum sind in der Schule 18% und 56% in der Schultoilette? Mindestens zu 5 Raucher. Vape-Pause wegen Stress. Lehrer hat wieder Hausaufgaben kontrolliert und du hast nicht dabei gehabt, oder? Und wo spawnen Talahuns am meisten? Genau. Bahnhof. Spawnrate 93%. Eigenschaft Kirmes 112%. Schattenboxen, Freestyle rappen, Stress suchen. Naja, und so ist das Internet, weil wahrscheinlich irgendeiner diesen Sound benutzt hat, während er Schattenboxen gemacht hat, ja, und die alle so ähnlich aussehen, heißen die jetzt Dalauns. Würde mich nicht wundern, Digga, wenn das Jugendwort 2024 Dalaun ist. Ja, es entwickelt sich auch in die Richtung. Und ich bleibe auch dabei, GG's an Bachelor Baby, GG's an Jasper, die haben das gemacht. Also nicht die haben das gemacht, so einer auf den, die sind dran schuld, sondern die haben den Trend gesetzt und jeder, der auf Twitch aktiv ist oder sich die Clips damals anguckt hat, weiß auch ganz genau, was Sache ist. Fragt, no joke, wann ist man ein Talaun? Guck mal, wir haben schon mal darüber geredet, ne? Und du stimmst mir auch an diesem Punkt sogar zu, oder ich stimme dir auch zu. Eigentlich war das erstmal so voll der Joke und nur die Leute, die so diese Schattenboxen gemacht haben, mit Gucci-Cap, breite Hose, enge Dings und Kette hier, Gucci-Tasche, die waren die Talauns. Aber es hat sich so entwickelt, dass auf einmal jeder Ausländer Talaun genannt wird. So kleine Kinder laufen durch die Straßen, ein Ausländer läuft vorbei, das ist ein Talaun. Also guck mal, wie es sich entwickelt hat, wird schon ein bisschen cringe aktuell. Aber egal,
War ein sehr cooles Video von Ton verändert. Hat mir nach... Okay, guck mal, seine Videos gefallen mir eigentlich immer. Aber nach langem hat es mir wirklich sehr gut sogar gefallen. Wirklich, an dem Video kann ich nichts aussetzen, nichts besser machen. Geiles Video. Nur Liebe für ihn. Wirklich, danke, dass du auch die Kanal carryst mit deinem Content. Liebe geht raus. Sein Video ist unten markiert. Checkt's gerne ab. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ganz wichtig. Lasst auch ein Abo da, damit wir die 100.000 knacken. Und dann würde ich sagen, war's das. Schwarze Orchidee.